Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video stelle ich euch einige neue Outfits vor. Wenn du gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, schalt auch gerne die Glocke ein, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Wenn du Bock hast, folge mir natürlich auch gerne auf Instagram. Dort gibt es privatere Einblicke von mir als auch Outfit-Posts. So Leute, ihr wolltet ein neues Video haben zum Thema Outfits. Ihr bekommt ein neues Outfit-Video. In den letzten Videos habe ich schon mal gesagt, ja, Outfits müssen nicht unbedingt teuer sein, ja. Es gibt viele Leute, die geben unfassbar viel Kohle, ja, für teure Outfits aus, können es aber gar nicht kombinieren. Und in diesem Video zeige ich euch nochmal, dass schicke, hochwertige, hochwertig aussehende Outfits nicht unbedingt teuer sein müssen. Ich will auch nicht mehr lange hier um heißen Brei herumreden, sondern starten wir direkt mit Outfit Nummer 1. Bei diesem Outfit trage ich Chelsea Boots in Schwarz-Glattleder von der Marke Gant. Die Schuhe haben zwischen 160 und 180 Euro gekostet und wie ich finde, ein sehr, sehr schicker Schuh, den man zu vielen verschiedenen Outfits kombinieren kann, und dieser Schuh macht dieses Outfit einfach ein bisschen eleganter. Dazu trage ich eine feste schwarze Hose, die habe ich noch im Kleiderschrank gehabt von H&M, hat maximal so circa 60 Euro gekostet, ist vom Stoff her ein bisschen dicker und auch ein bisschen fester, deshalb kann man die auch gut im Winter tragen. Darauf trage ich einen grauen Rollkragenpullover von Zara. Ja, ist ein Standard-Rollkragenpullover von Zara für 30 Euro. Was soll man da großartig zu sagen? Passt zu dem Outfit sehr nice. Und auf diesem Rollkragenpulli trage ich meine aktuelle Lieblingsjacke. Eine Biker- oder Pilotenjacke habe ich ebenfalls von Zara gekauft. Kostet 90 Euro, also auch nicht die Welt. Und ja, all in all finde ich das ein sehr, sehr stylisches und cooles Outfit. Ja, was aber auch ein bisschen Eleganz hat. Was ich cool finde, ist, dass die Lederoptik von der Lederjacke sich in den Glattleder-Chelsea-Boots wiederfindet, und dieses Outfit werde ich auf jeden Fall oft in diesem Winter tragen. Gesamtkosten des Outfits ca. 350 Euro. Das nächste Outfit ist eigentlich nur the other way round. Ich habe hier nicht viel verändert, außer die Hose und das Oberteil. Also ich trage wieder meine schwarzen Chelsea-Boots von der Firma Gant, kosten 160 bis 180 Euro. Und da drauf trage ich jetzt eine graue Hose mit etwas dickerem Stoff von Zara. Die Hose hat auch so maximal 80 Euro gekostet und ist vom Stoff her halt etwas dicker, dass man die auf jeden Fall gut im Winter tragen kann. Aber was ich echt sehr cool finde an der Hose ist, dass sie umgeschlagene Beine hat. Unten finde ich cool, weil man die Hose dann auch sehr gut im Sommer mit weißen Sneakern anziehen kann. Also die Hose mag ich echt sehr gerne. Anstatt eines grauen Rollkragen trage ich jetzt einen Turtleneck. Den habe ich bei H&M gekauft, auch maximal 30 Euro. Und ja, sieht man einfach ganz klar, der Turtleneck ist halt ein bisschen anders als der Rollkragen. Bei dem Outfit habe ich nicht viel verändert, außer Hose und Oberteil. Und wie ich finde, auch eine coole Kombination. Gesamtkosten des Outfits ca. 380 Euro. Die Lederjacke ist übrigens gerade echt meine absolute Lieblingsjacke. Ja, ob man Pilotenjacke oder Bikerjacke dazu sagt, wie auch immer. Ich finde, die kann man echt geil kombinieren. Und ich habe mir gerade auch eine neue Winterjacke gekauft. Falls du das Video nicht geschaut hast, schau dir gerne mein neues Video an zum Thema Winterjacken. Kommen wir zum nächsten Outfit, und zwar eine schwarz-beige Kombination. Hier trage ich andere Chelsea Boots, und zwar beige Chelsea Boots. Die habe ich mir bei Götz gekauft. Die sind super bequem, mit diesem Gummibund kann man echt super laufen, die Sohle ist super bequem, kann ich nur empfehlen. Ich habe keine Ahnung, das ist gar keine Marke oder so, ich glaube, das ist die Eigenmarke von Götz, aber diese Schuhe finde ich echt sehr, sehr bequem. Wer Lust hat, kann natürlich auch stylische Socken dazu anziehen, seine Hose hochkrempeln und die einfach mal hier und da ein bisschen durchblitzen lassen, ist manchmal ein ganz cooler Hingucker. Und dazu trage ich eine komplett schlichte, einfache, günstige Jeans in Schwarz von H&M. Nichts Besonderes, ganz einfach. Dazu trage ich einen schwarzen Rollkragen von Zara, kosten 30 Euro, also auch nicht viel. So, und der Mantel macht das Outfit natürlich dann komplett. Den Mantel habe ich mir dieses Jahr auch gekauft bei Zara für 140 Euro. Ist ein etwas feinerer Mantel und der Mantel macht dieses Outfit einfach nochmal so ein bisschen schicker und schiebt es auf das nächste Level. Also die schwarzen Knöpfe finden sich im Rollkragen und der Hose wieder und die beige Farbe vom Mantel findet sich in den Chelsea Boots wieder. Wie ich finde, ein sehr, sehr nices Outfit. Der Mantel macht das Outfit all in all einfach nochmal ein Stück weit eleganter. Ohne Mantel ist das Outfit cool. Gesamtkosten des Outfits 320 Euro.
Du interessierst dich für Outfits und Styling, da bin ich mir sicher, weil sonst würdest du dir dieses Video gerade nicht anschauen. Ich kann dir an dieser Stelle auf jeden Fall den Men's Style Guide empfehlen. Ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling. Mit dem Code DANIELKORTE20 bekommst du 20% Rabattos. So Leute, kommen wir zum nächsten Outfit, ein etwas feineres Outfit. Und zwar trage ich hier einen Anzug. Und dieser Anzug kommt nicht aus Metzingen von Hugo Boss und kommt auch nicht von Suit Supply oder von einem anderen hochwertigeren Haus. Nein, dieser Anzug kommt von H&M. Dazu trage ich wieder meine schwarzen Chelsea Boots von Gant, Hose von H&M, Jackett von H&M und den Rollkragenpulli habe ich bei Zara gekauft. Der Anzug hat so circa 120 Euro gekostet, die Chelsea Boots 130 Euro, der Rollkragen 30 Euro. Dann kommen wir zu Totalkosten bei diesem eleganteren Outfit von 280 Euro. Und da sieht man mal wieder, dass schickere Outfits oder hochwertig wirkende Outfits nicht unbedingt teuer sein müssen. Ja, der Anzug hätte auch von Suit Supply oder Hugo Boss sein können, ja, und niemand hätte es gesehen. Also ich finde auf jeden Fall dieses Outfit sehr, sehr schick. Und ich werde jetzt nicht so oft tragen, ja, aber wenn ich vielleicht mal bei Schwiegermutter zu Hause bin oder bei Oma, ja, die freuen sich dann immer, wenn Daniel gut aussieht. Übrigens, ich habe mir gerade auch neue Doc Martens gekauft. Sind natürlich auch super Winterschuhe und die kann man auch gut zu den Outfits kombinieren. Sieht dann nicht mehr ganz so elegant aus, ein bisschen rougher, aber die Dinger halten echt super, super warm. Übrigens, falls ihr noch Bock habt auf ein Winterschuh-Video, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Falls ihr generell noch weitere Tipps zum Thema Outfit und Styling haben wollt, schreibt es gerne auch in die Kommentare rein oder checkt meine anderen Videos aus. Ansonsten war es das für heute. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und hinterlass mir gerne auch noch einen Kommentar und schreib mal drunter, welches Outfit dir persönlich am besten gefallen hat. Macht's gut, bis dahin, peace out.